Stadt gestalten. Folge 4. Die mit Jürgen. So sieht er sich und seine Idee, die er heute vorstellen will. Moin. Hallo, moin. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank für die Bilder. Ja, bitte. Wir holen uns direkt einen Kaffee, los. Gerne. Super. Vielen Dank. So, viel Spaß euch. Alles klar. Danke. Bis später. So, kann losgehen. Also, Geschichte ist, ich fahre. Ja. Ich darf so viele Fragen stellen, wie alles. Ich will. Ja. Du darfst. Wir müssen du sagen, weil ist das Konzept der Sendung. Also haben wir uns ja aber ja schon drauf geeinigt. Ja, ne? Ich bin Katharina. Genau. Jürgen, das freut mich sehr. Ja. Und du darfst sagen, wo lang und musst mir mal sagen, wo ich lang fahren soll. Und darfst dir auch unser Ziel aussuchen. Das musst du mir jetzt noch nicht verraten. Ja. Und wir fahren einfach hin und währenddessen habe ich so ein paar Themen, über die wir beide reden. Okay? Ja. Bereit? Ja. Sehr gut. Diese Scheibenwischerhebel ist ja unglaublich. Auch großartig, ne? Oder? Ist ja wie Zahnstocher. Du hast so eine Verbindung zu so einem Bus, ne? Ja, ich bin früher, mein Onkel, der hatte einen Handwerksbetrieb. Der hatte 2, 3 von den Dingern. Okay. Und meine erste Blaulichtfahrt als Zivildienstleister im Krankenwagen, die habe ich auch mit dem Wagen, mit so einem gemacht hier. Und großer Spaß? Oder? Mit 20 Jahren, da sieht man ja noch nicht so das Drama, was so ein Einsatz auslöst, sondern man sieht ja eher so cool, Blaulicht an, Scheibe runter, Ellenbogen raus. Mhm. Ne? Würde man heute ja nicht mehr so machen. Und Oldenburg? Hast du ja mehrere Berührungspunkte als Student nach Oldenburg irgendwann gekommen? Ja, ich bin vor über 30 Jahren nach Oldenburg gekommen zum Studieren. Ich habe vorher in Köln studiert, aber es war mir aber zu viel Massenuni. Also heute ist zwar auch viel los an den Hochschulen, aber in den 80er Jahren war das ja so, dass die Professoren sagten, was wollen Sie eigentlich hier im Hörsaal? Sie werden sowieso alle arbeitslos. Ja, super. Wo lang? Das, links. Wir fahren den Kreisverkehr, aber ordnen uns hier ein und dann links rüber. Ne? Diese Anweisungen sind genau richtig für mich. Dann landen wir auch irgendwo. Genau. Und da habe ich mich dann irgendwann umorientiert und hatte einen Freund, der in Oldenburg studiert hatte. Und ich kam ja selbst auch aus dem Oldenburger Land. Und dann bin ich nach Oldenburg gegangen und es war ganz anders. Du kamst an eine Universität, wo dich plötzlich die Professoren geduzt haben und eine ganz andere Stimmung war. Oldenburg war ja immer schon die etwas andere, junge Universität. Und das war eigentlich das Schöne damals. Ne? Du hast ja schon unwahrscheinlich viel in Oldenburg gemacht. Jetzt Oberbürgermeister, damals Student, Pressesprecher der Stadt und beim Hörfunk gewesen, beim NDR. Ich habe ja beim NDR gearbeitet und habe gedacht, Pressesprecher, das machst du jetzt mal 2 Jahre und dann suchst du dir wieder einen spannenden, interessanten journalistischen Job. Und so Kommunalpolitik, das ist so spannend und so vielfältig, das packt dich irgendwie. Und wenn das dann auch noch eine Stadt wie Oldenburg ist, die man ja wirklich nur gern haben kann, dann bleibt man da irgendwie hängen. Ja. Dann war ich aber ja auch noch ein paar Jahre in Hannover als Landtagsabgeordneter und bin ja dann erst als Oberbürgermeister zurückgekommen. Mit 24 ja in die SPD rein. Ja. Auch da gleich in den Vorstand mit rein. Also war schon immer klar, wollen so wir Führung. Über die SPD heute reden? Ja, nee, wollen wir nicht. Das ist ja immer ein trauriges Gespräch. Ist im Moment, sagen wir mal, kompliziert, ja, genau. Aber war schon immer klar, ich will was gestalten, ich will was führen? Ja. Wenn du schon in deiner Kindheit von deiner Mutter den Spitznamen Chef bekommst, dann weißt du, dass du vielleicht dazu neigst, immer auch irgendwie mitbestimmen zu wollen, was so passiert. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen in einem drin. Wobei man muss natürlich in der Demokratie auch lernen, dass es nicht nur auf einen alleine ankommt, sondern dass man auch viele mitnehmen muss. Ne? Ja. Aber das lernt man mit den Jahren dann. Also ich finde, es läuft gut, aber du wirst sicherlich auch im Rat immer welche finden, die sagen, das passt mir nicht und da hat er sich nicht so verhalten, wie ich das erwartet hätte. Das gehört aber, glaube ich, zur Demokratie dazu. Aber bei den wichtigen Themen, die wir haben, finden wir eigentlich immer Mehrheiten im Rat. Und deshalb passiert auch in Oldenburg so viel im Moment. Ne? Bist du beliebt? Da musst du nicht mich fragen. Frag die Leute auf der Straße. Ich habe heute eine Politesse getroffen, als ich mit dem Bus geparkt habe. Ja. Die hat gesagt, die finde ich gut. Ja, das ist doch schon mal nicht schlimm. Ja, ne? Ja. Voll. Aber sie hat gesagt, ich finde übrigens unsere Politessen, also Politessen sind ja nicht unsere. Sie hat sich selber so genannt, deswegen ist sie so. Also Ordnungsamt. Die finde ich, die machen den härtesten Job, ne? Weil das ist nicht immer nett. Und von daher freut mich das natürlich. Aber ich versuche auch, wenn ich die Kollegen auf der Straße treffe, dann irgendwie auch einen kleinen Schnack immer zu halten und nicht daran vorbeizulaufen. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Genau. Ist schon leer, ne? Wir trinken zu schnell.
Was macht denn die Lebensqualität in Oldenburg für dich aus? Also ich glaube, dieses nicht zu groß und nicht zu klein. Ja. Also es gibt ja viele, die, die immer so ein bisschen abfällig auch über Oldenburg reden, weil wir eben so bestimmte Attribute von großen Metropolen eben nicht so haben. Zum Beispiel? Naja, wir haben unser ÖPNV ist nicht so gut, wir haben hier keine Straßenbahn. Ja. Auch das Wohnungsangebot ist ja dann doch sehr stark immer noch geprägt von Einfamilien- und Zweifamilienhäusern. Aber genau das ist eigentlich so ein bisschen die Qualität und viele wünschen sich das auch, dass das so bleibt. Ist allerdings auch die größte Herausforderung, weil Oldenburg ja immer größer wird. Hier ist übrigens die Zizilienbrücke. Schade, dass die leider weichen muss. Das ist auch ein Stück Oldenburg. Ja. Es wird eine neue dafür gebaut. Ne? Aber ist schon auch Tradition. Ja. Aber du hast gesagt, ne? Große Herausforderung, Oldenburg wächst. Ja, Oldenburg wächst und wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Schulen, wir brauchen Kindertagesstätten. Also, und es ist eine unheimliche Dynamik in der Stadt. Auf der anderen Seite mögen die Oldenburger es nicht so gerne, wenn sich so viel verändert. Ne? Sondern die finden das eher gut, dass eben nicht so große Wohnblocks gibt. Ne? Das wollen wir auch weiterhin vermeiden, aber muss da irgendwie so den Mix hinkriegen. Ne? Also wie schaffst du es, dass Oldenburg wächst und gleichzeitig Oldenburg bleibt? Hier fällt alles durcheinander. Ja, ich sehe auch nicht so richtig was, aber es wird schon. Hier. Bleiersatz. Das ist, weil der Motor so alt ist. Also hat wohl seine Ordnung. Du bist ja nicht nur Oberbürgermeister, du bist ja auch Kulturdezernent. Ja. Reicht ein Job nicht aus? Wir halten da gleich irgendwo. Du musst dir gleich hier rechts einen Parkplatz suchen, weil hier ist der Unort, den ich mit euch anschauen möchte. Oder wir fahren da auf den Parkplatz, fahr mal durch. Ja. Ah, okay. Es ist jetzt zwar falsch rum, aber der Leiter der Verkehrsbehörde sitzt ja mit dem Auto. Mach mal kurz, bevor wir gleich zu deinem Ort kommen. Herausforderung als Kulturdezernent, oder? Ja klar, also das Thema ist jetzt weniger die Arbeit, die eigentliche Arbeit als Kulturdezernent. Ja. Ich bin auch Sportdezernent oder Wirtschaftsförderdezernent. Unser Baudezernent ist auch Umweltdezernent, unsere Sozialdezernentin ist auch Schuldezernent. Also das ist normal, dass wir mehrere Sachen machen. Aber was so ein bisschen, was ich mir manchmal wünsche, wofür nicht ganz so viel Zeit im Moment ist, ist, man müsste ja auch mal ein bisschen rumfahren, sich mal ein bisschen umschauen, mal gucken, was in anderen Städten so läuft. Und das ist generell so, gilt aber auch für die Kollegen, relativ schwer möglich. Ne? Deshalb hatten wir auch diese Debatte so ein bisschen. Auf der anderen Seite hat es auch Vorteile, wenn der Oberbürgermeister Kulturdezernent ist. Mhm. Weil wenn der Kulturdezernent Geld will, dann muss er nicht erst mehr zum Oberbürgermeister, um zu betteln. Aber dann hat er schon was. Ich denke, dass die Themen, die zu bearbeiten sind, die bearbeiten wir schon, weil ich habe eine sehr gute Amtsleitung für Kultur, die also quasi im Range eines Kulturdezernenten da die Aufgaben versieht und auch ganz viele Fachleute in den einzelnen Einrichtungen. Ich glaube, die Kultur, und ich könnte es auch belegen, hat irgendwie, zumindest was die finanzielle Unterstützung betrifft, noch nie so viel bekommen wie in den letzten Jahren. Lass uns da mal nachher noch weiter drüber reden. Jetzt wollen wir erstmal zu deinem Ort kommen. Gut. Wir gehen ja nicht ins Olantes. Du hast mich hier wohin geführt? Wir sind hier unter der Autobahnabfahrt. Okay, warte, ich komme mit. Also das hier ist im Grunde irgendwie eine Idee, die erzähle ich jetzt dir. Ja. Die habe ich jetzt gar nicht groß diskutiert mit dem Rat oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Idee ist, die man mal weiterverfolgt. Es geht darum, das Ding geht ja hier durch bis praktisch in den Norden. Ja. Und du hast ja das Problem, dass du heute Räder hast mit Pedelecs und so, die sagen, auf dem normalen Fahrradweg, wo ich mit Leuten zusammen bin, die irgendwie nur noch gerade 15 fahren auf dem Fahrrad, das ist mir zu langsam oder zu eng. Und wo bietest du denen eine Schnellverbindung an? Weiß ich nicht. Bis jetzt gibt es sowas nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht sage ich auch in 2 Jahren, das war mal eine Idee. Aber ich finde, man muss auch Visionen haben. Da sind die Kollegen hier. Ja, genau. Die sind schon dabei. Die machen schon die Vorbereitung. Genau. Wir haben ja 9 Verkehrsdezernenten. Ja. Und mit dem bin ich schon im Gespräch. Wir sind schon dabei, das Thema Mobilität noch mal neu zu denken. Und das wäre eben die Frage, kann man, also da werden ganz viele auch ganz bodenständige Themen dabei sein, aber es geht eben auch um so Themen, was haben wir noch an Visionen oder an Ideen, die wir auch mal abklopfen können, weil es ist so, die Bürger kommen auch sehr oft mit Ideen, wo wir dann auch irgendwie lernen müssen, sowas aufzunehmen und nicht gleich zu sagen, geht nicht. Ja. Ne? Und da bin ich dann mal der erste Bürger, der mal die Verwaltung fragt, geht das oder geht das nicht? Bürger Jürgen, zeig mir mal, wo die Straße lang gehen würde. Eine Straße also, nicht, ein also Fahrradweg. Ein Fahrradweg. Ne? Also hier so an der Seite längs. Und dann das könnte. Also diese Parkplätze werden ja gebraucht. Ne? Genau. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man hier dran langfährt. Ja. Warum eigentlich nicht? So, und so, ne? Ist das Fortbewegungsmittel Oldenburgs, das Fahrrad? Nee, da muss man ehrlich sein. Also wir haben ungefähr, es gibt ja den sogenannten Modal Split, nennt man das. Also wie sich die Verkehrsarten aufteilen. Mhm.
Und Auto und Fahrrad haben in Oldenburg ungefähr gleich viel, nämlich über 40%. Ja. Was ganz wenig hat in Oldenburg, ist leider der Bus. Und da sind wir auch dabei, was dagegen zu tun. Das wird aber nur ein Stück weit funktionieren, weil du in Oldenburg einfach nicht diese Querverbindung hast. Also wenn du von Nord nach Süd willst, ist gut. Aber wenn du von Nord nach West willst, das ist schwierig mit Umsteigen. Und deshalb wirst du ein Stück weit, wir machen viel mehr, wir haben auch bessere Linien, aber ein Stück weit wirst du immer dieses Problem haben, weil du musst ja mit der Stadt arbeiten, die hier so entstanden ist. Du kannst ja nichts Neues machen. Ne? Ich kann ja nicht hier eine neue Stadt auf dem weißen Papier malen. Kann man aber bringt wahrscheinlich nicht. Nee, das haben früher mal in den 30er Jahren welche in Deutschland gemacht. Die wollten so die großen Entwürfe. Ich glaube, wir müssen immer mit dem so leben, was wir haben und das verbessern. Ne? Also du wirst immer diesen individuellen Verkehr haben. Aber wir wollen natürlich auch oder würden uns freuen, wenn der weniger Emissionen hat und wenn der nur da stattfindet, wo es nötig ist. Ja. Aber auch Elektroautos brauchen Straßen. Ne? Und auch Wasserstoffautos brauchen Straßen. Ne? Ne? Wollen wir weiter? Ja. Alles klar. Ach, diese Tür, herrlich. So. Das blendet ja auch ein bisschen. Stört dich das beim Fahren? Nee, beim Fahren war es nicht. Also ich glaube, wenn es dunkel wird, dann würde es schwierig werden. Ist das so eine Technik, die auch so zugelassen ist? Oder? Bestimmt. Ja, genau. So, okay, wir haben über Kultur gesprochen. Was wünschen dir an kulturellem Inhalt in Oldenburg? Was fehlt? Was glaube ich, so eine Herausforderung ist, dass wir so die nächste Generation des Kulturbetriebs hier in Oldenburg halten. Wir haben unheimlich viel, also wir hatten ja in den 70er, 80er Jahren hatten wir ja diesen Boom von der Soziokultur. Die hat ja dann so den klassischen Kulturbetrieb ergänzt. Das waren ja viele Leute, die von der Universität kamen oder über diesen Weg in die Stadt gekommen sind. Ne? Ganz viele arbeitslose Lehrer damals, ganz witzig. Ja, das war wirklich so, dass viele von denen dann in den Kulturbetrieb gegangen sind. Aber die sind natürlich jetzt auch schon so eher am Rentenalter. So. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir jetzt die 20, 30, 40-Jährigen, wie halten wir die in Oldenburg und was können wir denen bieten? Ach, da kannst du gar nicht durch. Ne? Soll ich einfach machen? Ja, mach mal. Ja, alles klar. Ja. Also ich habe ja mit einigen von den Jüngeren, die hier im kreativen Bereich aktiv sind, die auch gesagt haben, unsere Freunde, Kollegen, Partner verlassen die Stadt, weil sie sich irgendwie nicht so aufgenommen fühlen. Mit denen habe ich mich ja zusammengesetzt und dann ist ja die Idee entstanden, da mal so einen Workshop zu machen und da mal so einen Prozess aufzulegen. Das hat ja jetzt auch zu dem Ergebnis geführt, dass wir auf der Suche ja sind nach einem Ort, wo solche Ideen auch ausgetauscht werden können. Und im Grunde geht es genau darum, also diejenigen abzufangen, die jetzt so von den klassischen Kulturangeboten nicht so abgedeckt werden. Ne? Naja, das ist, also einmal finde ich, hat das ja was mit kultureller Teilhabe zu tun, also eben auch anderer Generationen, nicht nur der Etablierten. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie attraktiv ist so eine Stadt Oldenburg als Standort. Ja. Weil wir wollen ja junge Menschen auch haben, die bei uns in den Betrieben arbeiten, als Fachkräfte, als Führungskräfte. Die haben natürlich auch den Anspruch, in einer Stadt zu wohnen, wo was los ist, wo spannende Dinge passieren. Ne? Und darauf zahlt das natürlich auch ein. Ne? Wie strahlt Oldenburg nach draußen? Was glaubst du, was ist das Bild außerhalb? Was wäre Oldenburg zum Beispiel ohne den Grünkohl? Würde es dann überhaupt noch deutschlandweit Aufmerksamkeit generieren? Ja, das glaube ich schon. Allerdings, wir sind natürlich nur im Ranking eine von den 50 größten Städten in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo wir da ganz genau sind. Und ich glaube, dass Oldenburg, dass die Bedeutung der Uni unheimlich zugenommen hat. Früher hattest du sehr viele Leute, die sagten, Oldenburg kenne ich, da war ich als Soldat. Ja. Das gibt es ja gar nicht oder kaum noch. Aber du hast natürlich heute den Wissenschaftsstandort. Du hast den Medizinstudiengang an der Uni, du hast Office, du hast das Helmholtz-Institut, also die Meeresbiologie, aber auch die ganze Lehrerausbildung, die geisteswissenschaftliche Ausbildung. Und das ist jetzt, glaube ich, schon so das Wichtigste in der Stadt. Es ist, glaube ich, inzwischen die Uni und die Fachhochschule. Es hat sich schon sehr gewandelt. Ne? So eine Wissensstadt, also von der Residenzstadt zur Wissensstadt. Das Problem ist ja, was viele sagen immer, dass die Studierenden da draußen sind in Rechleu und gar nicht so richtig in der Stadt stattfinden. Wie kann man das ändern? Gibt es da eine Möglichkeit, um auch dieses junge Leben und diese dann doch Stück weit auch Urbanität sichtbar zu machen, oder? Ja, also das ist in der Tat immer schon eine Herausforderung für Oldenburg gewesen. Schon zu meiner Zeit, als ich studiert habe,
Ich habe die Stadt eigentlich erst kennengelernt, als ich von der Uni weg war, weil ja. das war immer so ein bisschen getrennt, weil wir nicht diese Campus-Uni, Freiburg ist ja so ein tolles Beispiel, wo die Universität in der Stadt ist oder Bonn. Ja. Das haben wir hier nicht so und es wäre natürlich schon schön, wenn irgendwann auch Einrichtungen der Universität in die Stadt mehr ziehen würden. Ist das möglich? Das liegt an der Universität, aber das könnte man natürlich, die haben ja Raumbedarf, großen Raumbedarf und das könnte man natürlich schon hier und da mal ein bisschen forcieren. Aber das finde ich auch spannend, wenn wir wissen, dass gerade in der Innenstadt sich auch viel vollziehen wird. Ja. Der Einzelhandel wird ja ein bisschen zurückgehen durch den Onlinehandel. Also nicht vollständig, das glaube ich nicht, aber es wird ein bisschen weniger werden. Und wenn man jetzt die frei werdenden Räumlichkeiten auch mal nutzt, um da vielleicht ein Institut der Uni einzusetzen. Wir haben Creative Messe kurz angesprochen. Ja. Welche Möglichkeiten der Beteiligung siehst du denn noch? Oder findest du es gar nicht so wichtig? Doch, also ich habe ja viel mit Beteiligung gemacht. Ich habe auch mit denen, die bei Creative Mess mitgemacht haben, jetzt wenn Jascha Rohr ist ja so ein Beispiel, mit denen habe ich auch schon andere Prozesse gemacht. Oh Gott, was macht ihr denn? Fliegerhorst. Sorry. Ja, bester Städte. Ne? Hallo, ich komme, ich bin ein Bus. Ich bin ein schöner Bus. Also ich fahre ein schönes, böses Auto. Entschuldigung. Wir haben ja große Bürgerbeteiligungsprozesse gehabt, beim Fliegerhorst zum Beispiel, die Stadtwerkstatt, dann fürs Museum haben wir das auch gemacht. Hier quer fährt übrigens unsere neue Fahrradstraße. Musst ein bisschen aufpassen hier. Ja, das habe ich schon. Weil hier sollen Fahrradfahrer ein bisschen Vorrang haben. Ja. Aber man sieht, dass das auch nicht immer ganz einfach ist. Wird aber schon trotzdem ganz gut angenommen. Fußgänger beachten wir auch, ne? Ja. Moin. Ist natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit in Oldenburg schwierig, ne? Schwierig mit dem Verkehr, weil die Gäste vom Weihnachtsmarkt, die fahren einfach sehr häufig mit dem Auto oder mit dem Bus. Hier siehst du Holländer, viele. Bester Städte, ja, genau. Mhm. Das ist gerade hier das siebte Weltwunder in Oldenburg. Ach so, das hat eure lustige, wow, von Nahen habe ich es noch nicht gesehen. Also eure Weihnachtslaterne hier, Adventskerze? Ja, das ist, die Schausteller haben hier so eine Aktion gemacht. Das ist nicht Teil des Weihnachtsmarktes, aber es soll natürlich ein bisschen für Aufsehen sorgen. Klappt doch, ja, hat es wirklich, für Aufsehen auf jeden Fall. Aber wenn sowas was, hat ja auch wieder so einen Shitstorm nach sich gezogen. Muss man das aushalten, wenn man was macht? Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Früher wäre das auch so gewesen. Da hätte man das gemacht und dann hätten die Leute beim Friseur oder in der Kneipe darüber dann auch so gesprochen. Ja. Aber das wäre nicht so öffentlich gewesen. Und heute durch die sozialen Medien und weil die Zeitungen auf die sozialen Medien so abfahren, ist das natürlich ein Riesenthema. Ja. Das wird es aber wahrscheinlich in der Form nur in diesem Jahr so geben, weil es auch sehr aufwendig ist. Ah, okay. Also schon mal auch Dinge probieren. Ja, ich könnte einfach mal Sachen ausprobieren. Wenn du was abreißen könntest, was würdest du abreißen? Oh, wenn ich was abreiße? Da gibt es gar nicht so viel in Oldenburg. Das wüsste ich gar nicht. Machen wir eine andere Frage. Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, was du, es kann was Bauliches sein, es kann irgendwas sein, wenn du dir irgendwas für die Stadt wünschen würdest, was du von jetzt auf gleich einfach umsetzen wünschen, kannst. Ohne einfach Realität, wünschen, ohne alles. Realität. Du könntest das von jetzt auf gleich ohne realistischen Anspruch Dann würde ich mir umsetzen. Natürlich ein Fußballstadion wünschen. Echt? So ein großes? Okay. Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, im Moment ist der Verein, ist der Fußball einfach nicht so weit in Oldenburg für so ein Projekt. Und wir haben ja den Basketball, das ist ja auch ganz schön. Was ich so toll finde, wenn du zum Beispiel, Bremen ist jetzt gerade ein schwieriges Beispiel, weil es gerade sportlich nicht so läuft. Ja, wird wieder. Aber da fahre ich ja gelegentlich auch mal hin, also sehr selten, aber wenn ich mal Zeit habe. Und was ich da so toll finde, ist wirklich eine Stadt, ein Verein. Ne? Also dieses Verbindende, was sowas hat. Ne? Und ich finde, nur so rechtfertigt sich das auch, wenn das nur sozusagen auf der Sponsorenebene läuft, dann kann man dafür kein öffentliches Geld ausgeben. Aber wenn alle Menschen da irgendwie inspiriert werden und das Gefühl haben, das hat was mit ihrer Heimat zu tun. Kennst du Dortmund? Ja. Das ist ja Dortmund ist eine schwarz-gelbe Stadt. Ja, das ist verrückt. Also mir ist das zu viel, aber die Dortmund sind da, ne? In Dortmund. Dortmund, ne? Genau. Wenn das entsteht, dann kann man darüber reden, aber wenn es nicht entsteht, muss man auch nicht. Also das ist derzeit nicht auf der Agenda. Aber du hast mich ja gefragt, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ne? Wo könnt ihr noch lernen? Wo können wir alle lernen? Ja, wo können wir noch lernen? Ich glaube, wir müssen dieses mit dieser Größe, mit diesem Wachstum noch so gelassener umzugehen, das müssen wir noch ein bisschen lernen. Das ist, weil wir sind eigentlich eine Großstadt, eine pulsierende Großstadt auf dem Grundriss einer Kleinstadt. Okay. Und das merkst du auch an den Straßen hier. Ne? Die sind ja eigentlich eng. Das werden wir nicht komplett ändern können. Wir werden es immer wieder verbessern, versuchen zu verbessern. Aber wir werden jetzt nicht die Stadt irgendwie abreißen und neu aufbauen. Das wird nicht passieren. Ne? Ja.
Deine aktuelle Amtszeit bis 2021? Ja. Und dann? Ja, dann ich setze auf eine Vertragsverlängerung. Okay. Also, aber okay. Das ist in Oldenburg alles andere als gewiss. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch mal was Neues wagen. Und was Neues wäre, dass die Oldenburger ihren Oberbürgermeister mal wieder wählen. Also ich finde, wir könnten da mal innovativ sein. Okay. Gucken wir mal. Hier ist übrigens auch noch ein spannender Ort, wo noch was passieren könnte. Genau. Was willst du hier? Also hier gibt es derzeit überhaupt keine Überlegungen. Ja. Es gab mal Überlegungen, dass man den Bahnhof baulich hier an die Innenstadt ranzieht. Dafür fehlen uns aber einfach schlicht die Grundstücke. Aber hier dieser ganze Bereich, das Wasser irgendwie noch schöner zu gestalten, das wäre noch mal eine spannende Aufgabe. So eine Stadt soll ja auch ein bisschen schöner aussehen, ne? Ja. Gerade in der Innenstadt, oder? Was zeigst du jemandem, der in Oldenburg zu Besuch ist als erstes? Schloss ist schon, Schloss Innenstadt, das sind schon Sachen, die man gesehen haben sollte. Also da. Eigentlich ist das auf einem relativ kleinen Platz so konzentriert. Da kommt übrigens das neue Museum, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Aber ja, es ist viel, ne? Ja, also es passiert was. Neue Bäder, also. Kostet alles viel Geld, ne? Ja, im Moment geht es bei uns. Gut, das liegt natürlich auch an dem Erfolg, den unsere Unternehmen haben. Ja. Wenn du viel einnimmst. Ist hier so ein Hand in Hand in Oldenburg? Wie meinst du Hand in Hand so? Wirtschaft, so Kölsche Politik, Klingel oder was? Oder so eine Hand in Hand? Nee. Ja, Hand in Hand. Ja, also das ist auf jeden Fall hier. Das würde ich schon sagen. So an einem Strick. Ja, ist das die Kollegin? Ich muss gucken, ob sie das ist. So. Der Winken. Nee, das war sie, glaube ich, nicht. Achso. War eine andere. Der hat sich auch gefreut. Die werden ja auch öfter sehr negativ angesprochen. Total. Und da haben wir aber eine knallharte Linie, also wenn die angegriffen werden oder so, dann gibt es sofort eine Strafanzeige und die unterschreibe ich dann auch persönlich. Ne? Die Kollegin, die ich vorhin getroffen habe, ich habe ihren Namen leider nicht mitgenommen. Und sie meinen, sie ist seit 20 Jahren im Job. Ja. Und dreimal wurde sie verprügelt und sie meinte, das ist ja noch gut. Aber wir wollen gar nicht so negativ aufhören. Wir sind ja jetzt gleich wieder am Käthe. Ich hätte gerne noch so ein bisschen Utopie. Also wir haben ja schon Wünsche gehabt, was man sich so wünscht und so. Man sagt ja gern, ey, was ist in 10, 20 Jahren? Also wenn du natürlich jemanden fragst, der jeden Tag zugedröhnt ist von tausenden von aktuellen Problemen und Herausforderungen. Hast du keine Zeit? Hast du in der Regel nicht, was heißt keine Zeit, aber du hast sie dann immer nicht parat. Also wenn du mich dann beim Glas Wein irgendwie fragen würdest, wenn ich irgendwie ein bisschen gelöster bin, dann würden mir sicherlich ein paar mehr Sachen einfallen. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schon Utopie genug oder auch Vision genug zu sagen, dieses besondere Oldenburger Lebensgefühl, zu bewahren und trotzdem sag mal, dieses Wachstum zu bewältigen, das wäre schon eine große Leistung. Ne? Ja. Also und das in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren. Ja, gut, von 40 Jahren. So bin ich jetzt nicht mehr dabei, du noch, aber. Ne? Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was damit anfangen kannst. Ich kann da ganz viel mit anfangen. Eine letzte Frage gibt es immer noch, bevor du mir abhaust. Ja. Wie möchtest du verabschiedet werden? Wie meinst du jetzt, wie verabschiedet? Einfach, du kannst ja auch gucken, wie ich dich verabschiede. Ach so. Handschlag, rauswerfen aus dem Bus. Normalerweise würde ich einfach sagen, tschüss, ne? Ja, tschüss. Schönen Dank. Alles klar. Ja, sollen wir noch mal den Abschied stellen, oder was? Nee, der war doch super. Ja, okay. Ja, perfekt.